Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Es war eine sehr ruhige Woche. Die ganzen Messen sind jetzt erstmal vorbei. Trotzdem gab es den großen Skandal. Huawei ist beim Schummeln erwischt worden. Und zwar anscheinend optimieren die ihre Geräte, damit sie beim 3D-Benchmark besser abschneiden. Huawei hat dann erstmal gesagt auf die Vorwürfe, ja, aber das ist unsere AI, die erkennt dann die Apps, ob die viel Leistung brauchen oder nicht. Dann haben sich die 3D-Mark-Jungs das nochmal angeguckt und haben gesagt, nee, wenn wir nämlich hier und da was verändern, dann erkennt die Kiste gar nicht mehr, ob das jetzt ein Benchmark ist oder nicht. Hier und da fühlt man sich an den Diesel erinnert, aber das ist ein anderes Thema. Konsequenz, Huawei gelobt Besserung und die 3D-Mark-Leute, die nehmen die P20, P20 Pro Nova 3 und das Honor Play aus ihren Benchmarks jetzt erstmal raus. Jetzt kann man natürlich drauf drechen, aber ich sage sowieso die ganze Zeit, es sind Benchmarks. Benchmark ist, ich bin da wirklich nicht so der große Fan davon und wirklich überraschend ist es nicht. Ich meine, früher hat Samsung das auch gemacht. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir die ganzen Sachen, das mit den Benchmarks bei OnePlus, die da auch was dran optimiert haben, um da besser abzuschneiden. Ich meine, ja, man kann die Zahlen vergleichen hier und da, aber ich meine, die Hardware, die Prozessoren sind bekannt und ob da jetzt wirklich so 10% mehr oder weniger Leistung da ist und ob man dann auf einmal sein Gerät als Gaming-Handy vermarkten kann, da kommen noch viel ganz andere Faktoren mit ins Spiel und ich meine, guckt lieber darauf, wie sich die Dinger im Alltag schlagen und vor allem, wir sehen es ja immer bei den verbauten UIs, der Software, die dann über Android von den Herstellern nochmal drüber gepackt wird, einige laufen da flüssig, andere nicht, das ist viel wichtiger als was, 15 Punkte mehr hier und da in so einem Benchmark. Aber es gibt genügend Leute, die drauf gucken und deswegen gehen die Hersteller immer wieder hin und machen da was. Es war auch die Woche der Gerüchteküche, mal mehr, mal weniger offiziell, denn Xiaomi-Mitarbeiter ist hingegangen und hat ein Foto vom Mix 3 gepostet. Das war aber gar nicht so faszinierend von dem Gerät, weil es sieht von vorne wieder ziemlich randlos aus, wobei man sich fragt, wo sind die Kameras? Das Interessante war einfach nur dran, dass das Ding schon 5G angezeigt hatte und im Hintergrund waren ja noch so Netzwerktests angezeigt. Xiaomi geht Richtung 5G, aber ich meine, in Asien sind die vielleicht hier und da was schneller, aber bevor das bei uns in Deutschland relevant wird, nächstes Jahr versteigern die ja erstmal die Frequenzen und bis dann die ersten Verträge kommen, sind wir wahrscheinlich bei 2020 und vor 2021 wird das wahrscheinlich überhaupt gar kein Thema sein, ob jetzt das Gerät schon 5G kann oder nicht, also da Ruhe bewahren. Da sind dann die Gerüchte rund um Apple-Geräte. Vielleicht ein bisschen spannender. Ich weiß, nächste Woche Dienstag ist dann die große Apple iPhone-Show. Jetzt heißt es auf einmal das große Gerät mit OLED-Display. Also, dass wir jetzt endlich sozusagen XS Max haben. Wobei ich immer noch das Max nicht glaube, weil bisher hießen die großen Geräte immer Plus. Soll dann 6,5 Zoll haben. Das kleine soll bei 5,8 bleiben und dann soll es ja noch dieses Gerät ohne teures OLED-Display geben, was dann in der Mitte ist, mit nur einer Kamera für 6,1 Zoll. Mal abwarten. Neue Uhr gibt's ja auch. Also seid mal für übermorgen gewarnt. Da ist dann wieder abends Deutschlandzeit die große Apple-Show für angesetzt. Und was auch angesetzt wurde für den 2. Oktober ist die große Microsoft Surface-Show. Mit dem Surface Go spiele ich ja derzeit rum und dann Anfang Oktober sehen wir dann die neuen Pros. Bin ich mal gespannt, ob die jetzt wieder durchnummeriert werden, wie Microsoft das Ganze nennt, was wir dann noch sehen. So langsam müssten wir ja auch Surface Cortana-Lautsprecher sehen. Wobei, oder wird die Partnerschaft mit Amazon weiter ausgebaut? Naja, wir wissen mehr. Im Oktober wird es sowieso noch mal richtig rund gehen. Also ich meine, man munkelt ja schon, was da in der zweiten Woche dann von Nokia. OnePlus zeichnet sich so langsam ab. Die Google Pixel-Einladungen, glaube ich, für den 9. wurden jetzt von Google rausgehauen. Und Huawei wissen wir ja auch. Also Oktober, da geht es dann wieder echt rund ohne Ende. Bei den Surface, ich würde mir wünschen, naja, sinkende Preise wahrscheinlich weniger, aber vielleicht so ein bisschen dünner und noch mehr Akkulaufzeit und hellere Displays oder so. Aber mal gucken, was sie machen. Und wo wir gerade bei Apple waren, da gab es noch andere Meldungen. Apple ist ja hingegangen, warnt wieder vor dem Handelskrieg und höheren Zöllen mit China. Das könnte dazu führen, dass die iPhones in den USA teurer werden. Da sagte unser Freund Trump dann direkt, Leute, dann eine ganz einfache Lösung. Baut die Dinger doch in den USA. Das sagt sich deutlich leichter, als das Ganze dann ist. Und Nummer 2, Apple führt jetzt auch Top 100 des Tages ein. Mehr Charts für alle Länder, wo es Apple Music gibt. Das ist natürlich schön. Kennen wir von anderen Streaming-Diensten schon deutlich länger. Was mir dann gerade so auffällt, ist echt nicht. So nach dem Motto, man will jetzt Charts hören und dann guckt man sich die Deutschen an und dann taucht alle Lieder, was weiß ich, eine 3-Fragezeichen-Folge auf, eine 5-Freunde-Folge auf, so Hörspiele und Hörbücher.
Ist ja schön, dass sowas in diesen Angeboten auch mit drin ist, aber wenn ich mir gerade die Charts anhöre und dann da mit dem Hörbuch komme, das passt nicht so wirklich da rein. Da sollte vielleicht Apple nochmal drüber arbeiten. Nachdem wir jetzt neue Prepaid-Tarife von Congstar hatten, von der Telekom, von O2, zieht jetzt auch Vodafone nach. Die erhöhen bei Call ja wieder das inkludierte Datenvolumen, nimmt man natürlich gerne mit und vor allem, weil ich es diese Woche mal wieder zum zweiten Mal in kurzer Zeit im Freundeskreis hatte, dass Nasenbären vergessen haben, ihre richtigen Mobilfunkverträge zu kündigen. Zu 99% ist es da draußen besser, ihr kündigt, weil ohne Kündigung kriegt ihr nicht die schönen Angebote. Das führt dazu, dass jemand jetzt bei Mobilcom Debitel seinen Vertrag, was weiß ich, nicht für 10 Euro weiter hat, sondern für 12 Monate jetzt 20 Euro zahlen darf. Und hätte derjenige gekündigt, dann hätte er natürlich für 10 Euro das Angebot bekommen, aber so nicht. Und das ist halt nur ein Beispiel von vielen. Deswegen in der Regel kündigt ihr bitte immer eure Verträge. Allein ihr könnt ja beim Anbieter bleiben oder ihr nehmt eure Rufnummer zu jemand anderem mit. Aber in der Regel gibt's dann erst die besseren Angebote von den sogenannten Kundenzurückgewinnungsabteilungen. Wenn ihr denn eure Einverständniserklärung dazu gegeben habt, im Zuge der DSGVO gab's da nämlich bei einigen Mobilfunkern echt Stress, weil die Leute halt da nicht gesagt haben, dass sie für sowas kontaktiert werden dürften. Und dann halt keine Angebote mehr bekommen haben. Auf der IFA hatten wir sie noch. Die digitalen Assistenten, vornehmlich Google mit dem Assistant an jeder Ecke. Und jetzt kommen noch die deutschen Autobauer. Daimler ist ja bei Mercedes-Benz schon was länger dran. Jetzt hat BMW auch beschlossen. Kann ich jetzt diesmal problemlos sagen, weil ich glaube, keiner hört das jetzt in seinem BMW und hat das schon. Hey BMW, soll das Rufwort für den neuen BMW Assistant sein? Dahinter sind natürlich auch die Bemühungen von den Autobauern, unabhängiger von Google, Apple und Co. zu werden. Ich weiß es nicht. Also das ist so, dass natürlich, ich wünsche es mir wieder, ich wünsche es auch denen, dass die ihre eigenen Dienste haben, wenn sie denn 1A funktionieren. Auf der anderen Seite sehe ich das nach wie vor skeptisch, wenn ich mir angucke, wie lange da Silicon Valley schon dran ist, vernünftige Assistenten zu bauen und wie weit sie immer noch nicht sind. Und dann kommt die deutsche Automobilindustrie und kommt dann mit sowas und ich drücke ihnen die Däumchen, dass sie sowas schaffen. Ich sehe das aber eher skeptisch, dass das vernünftige Lösungen werden. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Eine Serie der Woche gibt es auch noch. Und es ist wieder eine Netflix-Serie, denn Iron Fist ist jetzt in die zweite Staffel gestartet. Gibt wieder 10 Episoden. Und es ist natürlich Danny Rand. Sagen meiner Meinung nach auch viele nicht zu Unrecht, dass es von den The Defenders, von den 4 Netflix-Marvel-Serien, die sich ja zusammen in New York tun und zusammen gegen das Böse kämpfen, eigentlich der schwächste bisher ist. Und einige sagen auch, Danny Rand ist nur dabei, damit die anderen besser wegkommen. Ich bin jetzt in Vollepisode 5 und ich weiß es noch nicht. Also so richtig rocken tut das Ganze noch nicht. Die produzieren das nett, die haben auch Budget, das sieht man. Aber das, wie sie die Geschichte vorantreiben, mir ist bewusst, sie können halt nicht zu krass werden. Weil sonst denkt man sich im Marvel-Universum, ja, dann müssten die anderen ja auch wiederkommen und helfen. Das muss halt so dieses Örtliche, dieses Lokale da sein. Jeder kriegt sein, ne? Und wenn es mal ein großer Bossgegner ist, dann müssen sie sich wieder alle zusammentun. Kenne ich, ne? Aber man kann ja auch im Kleinen cooleres Zeug machen. Also ich meine, Jessica Jones, erste Staffel, das war toll. Aber naja, ich guck's mir an. Bisher Erwartungen aber eher niedrig halten. Und ein altes QWERTY gibt es auch noch, weil es mich letztens so glücklich gemacht hat, das Einhorn zu tragen, habe ich sie jetzt wieder an. Das ist einfach nur so happy. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 356. Ist vorbei. Euch einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und es war auch die Gerüchte der Gerüchteküche. Nein. Und es war auch